sind auf der falschen Seite. Aber wir kommen schon auf die richtige. Stimmt das überhaupt, was ich gerade gesagt habe? Ja, die Seite dreht sich gerade im Uhrzeigersinn. Da sehe ich doch schon die Werbebanden. Boah, ist das warm. Also wirklich. Ich glaube, ich muss allein schon deshalb gleich eine Aufnahmepause machen, um mich abzukühlen. Denn neben dem warmen Rechner hier zu sitzen, also, er ist nicht wirklich warm, er ist gut gekühlt und so. Und er wird schon nicht zu heiß laufen. Aber der gibt ja ganz gut Wärme ab, deswegen. Schon überlegt, ob ich mir bei der Hitze nicht irgendwie ein Fußbad hier hinstelle oder sowas. Irgendwas, was abkühlt halt. Ich hab doch gerade noch die Werbebanner gesehen. Da oben. Nee, auch nicht. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Gerade eben habe ich sie noch gesehen. Aber keine Sorge. Wie immer werden wir da reinkommen. Trotzdem finde ich nach wie vor, sie könnten etwas bessere Anzeichen dazu geben, auf welcher Seite der Eingang ist. So, die Seite dreht sich im Uhrzeigersinn, da müssen wir darüber. Schon mal die Undock-Erlaubnis erbitten. So, da ist er doch. Wunderbar. Hier sind nicht mal Werbebanner. Und ich kann es nur immer wieder für alle sagen. Die akzeptierte Pilotenetikette sagt, bleib bitte auf der grünen Seite. Zumindest hätte das gern die Mehrheit offensichtlich so. Vielleicht sollte man das in einem eventuellen Tutorial mit einbauen, diesen Hinweis. Das war ein bisschen früh gebremst. So. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so bekommen können. Erstmal natürlich, was wir für unsere Waren kriegen. Und dann wollte ich auch nochmal gucken, was wir an Upgrades bekommen können. Ui, Drogen. So, was wollte ich verkaufen gerade? Ich hab's vergessen. Kaffee war es, glaube ich, ne? Hier zu weit unten. Nee, nicht Kaffee. Was habe ich denn nochmal gekauft? Ich habe doch irgendwas dabei. Schnaps, genau. Aber Schnaps wollen die hier gar nicht. Oder ist das hier vielleicht ein... Ach, hier gibt es gar keinen Schwarzmarkt. Die wollen hier in der Tat keinen Schnaps. Ja gut, das ist natürlich jetzt blöd. Dann probieren wir es gleich mal in einem Abbausystem. Ach, wie süß. Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Also auf jeden Fall sieht die Ausstattung schon mal ganz gut aus. Ein PDL wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ist hier keine besseren Legierungen? Nee. Überhaupt ist das Warenangebot etwas ungünstig, was die Kategorie Zusatzausrüstungen angeht. Ich würde gerne die Waffe upgraden. Das könnten wir, glaube ich, schon mal machen. Dann sind wir nicht ganz wehrlos. Die Frage ist nur, was nehmen wir da? Das oder das? Wir werden das Schiff ja nicht zum Kämpfen benutzen. Das ist ja eh nur so ein bisschen zum Abwehren. Aber... wir probieren es mal mit dem hier. Dann sind wir im Zweifelsfall etwas wehrhafter und wir haben mal was Neues. Zeigt das immer so komisch nach oben, wenn man es nicht benutzt? Den PDL ist die Frage, brauchen wir den auch noch? Bisher werden ja nicht so viele Raketen benutzt.
Deswegen, ach, wir nehmen noch einen Heatsink. Der nützt uns, glaube ich, mehr. So, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen Upgrade. Ein bisschen Upgrade, genau, ein bisschen aufgewertet. Und ach so, noch was, was wir natürlich machen sollten. Wir können dafür allerdings schon mal wieder nach oben fahren. Der braucht ja wahrscheinlich, genau, der braucht Muni. So, dann in ein Abbausystem. Vielleicht wird man da Schnaps besser los. Das heißt, wir fliegen mal zum guten alten Vulkan. Was haben wir da? Eine Kobra. Wow, wow, wow. Die Trägheit schleudert uns gleich. Junge, du blockierst übrigens den Eingang, aber egal. Ja, die Trägheit hätte uns fast an die Stationswand geschoben. Commander Stamp. Bisschen dunkel. So, damit sich das wieder auflädt, habe ich da mal kurz Energie in die Waffen gegeben. So. Ich frage mich gerade, ob wir die Kühlkörper grundsätzlich abwerfen können. Ich teste das mal. Oh, da friert das Schiff aber ganz schön zu. Aber das lohnt sich doch sehr. So, und der aufmerksame Beobachter hat natürlich schon längst festgestellt, dass ich diesmal tatsächlich mich dran halte. Warum dauert dieser Sprung jetzt wieder so lange? Nicht, dass wir gleich wieder einen Disconnect kriegen. Ja, eigentlich wollte ich gerade sagen, der Beobachter hat natürlich gemerkt, dass ich jetzt bei den Übergängen etwas längere Pausen beim Sprechen mache, damit ich da besser schneiden kann, wenn zufällig genau da eine passende Stelle liegen sollte. Und ich glaube, wir werden gleich einen Disconnect haben. Aber dafür können wir mal ein bisschen den Hyperraum-Effekt bewundern. Meistens geht das ja so schnell wieder vorbei. Boah, mir wird langsam wirklich etwas schwindelig davon. Ob wir da jemals ankommen, wo wir hinwollen? Ja, ich glaube irgendwie nicht dran. Und wir können hier auf diesem Bildschirm leider auch nicht pausieren. Tja, dann werde ich jetzt einfach mal die Aufnahme abbrechen müssen, fürchte ich leider. Eigentlich wollte ich noch irgendwie 10, 20 Minuten länger machen. Aber ja, ich werde jetzt die Aufnahme abbrechen müssen und dann mal gucken, dass ich den Prozess irgendwie gekillt kriege. Also vielleicht geht das auch noch irgendwie auf eine humanere Methode als über den Taskmanager. Aber wer weiß, vielleicht passiert ja doch auch gleich noch was, aber ich werde jetzt auf jeden Fall die Aufnahme beenden und wir sehen uns dann in der nächsten wieder und hoffentlich dann ohne Serverprobleme. Also sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo, da sind wir mal wieder mit einer neuen Runde Elite Dangerous. Wie man sieht hier, also man sieht es schon unten direkt an dem Kühlkörper-Logo. Ich habe ein bisschen was offscreen gemacht und uns ein paar Upgrades zugelegt. Leider haben wir immer noch nur den Laser. Ich wollte mal gucken, ob es hier was Besseres gibt, denn wir sind hier in einem Anarchiesystem und da gibt es mit die besten Sachen, habe ich gesehen. Oder zumindest unter anderem sehr gute Sachen.
Den zum Beispiel könnten wir uns leisten, das würde sich wesentlich mehr lohnen. Den nehmen wir direkt mal mit, denn ein fester Laser lohnt sich für dieses Schiff sowieso nicht. Und einer von den Gimbals, wie man auf Englisch sagt, kardanischen Waffen zu Deutsch, das lohnt sich dann doch hier wesentlich mehr. So, probieren wir das mal so. Ja, dadurch haben wir jetzt natürlich nicht mehr so viel Geld über zum Handeln. Wir werden aber trotzdem mal, wir sollten natürlich auch Fracht mitnehmen. Das werden wir gleich mal tun. Mal gucken, was wir da hier so haben. Manchmal gibt es hier, habe ich ja festgestellt, auch Gold. Aber das können wir uns jetzt leider nicht mehr leisten. Es gäbe noch 10 Einheiten Gold. Interessant. Also gestern habe ich hier noch welches abgeholt. Was gibt es hier denn noch? Gibt es hier sonst überhaupt gar nichts? Doch da. Ja, wir haben nicht mehr so viel Geld. Wir müssen es mit was Günstigem versuchen. Kriegen wir damit noch den Frachtraum voll? Na, dann nehmen wir davon, was wir kriegen können. Und dann füllen wir den Rest halt mit Bauxit auf. Ach nee, wir haben nur noch 8 Credits. Ja, damit geht natürlich nichts mehr. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal damit Richtung Dahan. Das ist das Raffineriesystem. Und werden das dann da loswerden, hoffentlich. Ich habe mittlerweile festgestellt, der Sprecher in dieser Station hier ist tatsächlich ein anderer als in den anderen. Ach so, was man jetzt gerade wahrscheinlich, also ich habe es nicht gesagt, aber man konnte es vielleicht noch kurz sehen. Wir haben nicht nur jetzt Wärmetauscher und einen neuen Laser, mit dem ich gleich mal testen muss, ob der funktioniert. Sehr schön. Ich hatte nämlich in der Offscreen-Aufnahme, also Offscreen-Aufnahme, in der Offscreen-Session hatte ich einen Bug, dass mein Pulslaser überhaupt nie mehr funktioniert hat. Und deshalb wollte ich das jetzt direkt mal testen. Ich räusper mich mal gerade. Ja, was man war. Also ich habe es nicht angesagt, man hat es vielleicht kurz gesehen, als ich den Laser gekauft habe. Ich habe auch von der leichten auf die verstärkte Legierung aufgebessert, damit wir einfach mehr aushalten. Falls wir von Piraten attackiert werden und die Wärmetauscher sind, damit unser Schiff uns nicht mehr unter dem Hintern wegschmilzt, wenn wir vor eben jenen Piraten fliehen. Ja, die Aufnahme ist ganz aktuell, die wird direkt von heute sein, wenn sie rauskommt, weil mir gestern die Folgen ausgegangen sind, am Sonntag, also heute ist Montag. An dem wird auch die Folge erscheinen. Deswegen werde ich wahrscheinlich diese erste Folge, also die Aufnahme ganz kurz halten, für eine Folge eben aufnehmen, damit ich das schon mal schneiden kann und nehme dann direkt danach weiter auf. Einfach damit ich schon mal eine Folge habe. Hat er es jetzt als Ziel angewählt? Ja, wir fliegen in die falsche Richtung. Da lang. Jetzt hat ein User gemeint, ich soll. Der gleiche, der mir schon den Ratschlag gegeben hat, das einfach mal zu versuchen, die ganze Zeit im Blauen zu bleiben. Ich bin zwar nach wie vor, also ich weiß, dass dieser blaue Bereich einfach nur der ist, wo das Schiff am besten zu manövrieren ist, sprich wo es am wendigsten ist. Aber er meinte, bei ihm und vielen anderen würde das so gut funktionieren. Ich habe auch nochmal im Forum nachgelesen mit dem Supercruise manövrieren. Da steht nach wie vor das Gleiche. Man soll auf ungefähr 250 Lichtsekunden Vollgas geben, ab 250 dann 75% und darunter, ich glaube ab 3000 Metern, Kilometern dann 50%. Aber ich teste das jetzt mal mit diesem einfach nur im blauen Bereich zu bleiben. Und ich habe gelesen, man kann tatsächlich näher als 20 Kilometer an Stationen im Supercruise rauskommen. Ich muss sagen, das sieht doch bisher wirklich gut aus. In der Folge davor sah es wirklich schlecht aus und deswegen habe ich da nochmal zusätzlich abgebremst. Aber das hier scheint ja jetzt tatsächlich ganz gut zu funktionieren. Also, dann bedanke ich mich für diesen Tipp. Dann werde ich das wahrscheinlich in Zukunft jetzt immer so machen. Und dann versuchen wir doch jetzt mal ganz nah an der Station rauszukommen. Es gibt tatsächlich wohl Spieler, die es schon geschafft haben, in der Station rauszukommen. Das wollen wir nicht, weil wir ja
Das lässt sich jetzt. Das könnte jetzt zu schnell gewesen sein, oder? Wir wollen ja nicht in der Station rauskommen und dann wegen unerlaubten Betretens abgeschossen werden. Ah, da werden wir mal abgefangen. Das ist allerdings hoffentlich eine Patrouille. Denn ich möchte ungern die Laser direkt testen. Na, wo bist du? Eine Anaconda. Okay, es ist nur ein Scan. Da sind wir dabei. Wenn er denn mal scannen würde. Geht doch. Und meldet er sich auch wieder? Das ist ja irgendwie ein Problem, dass die sich einfach nicht melden. Aber ich trinke mal in der Zeit einen Schluck. Ich glaube, wir können uns wieder auf den Weg machen. Der scheint mal wieder in einer KI-Schleife zu hängen. Mit seiner Anaconda. Allerdings würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt die Waffe ausfahren. Man sieht das hier leider an dem Schiff nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, das Schiff ist jetzt auch nicht primär zum Kämpfen gedacht. Gut, ich glaube, wir können jetzt wieder weg. Er hat sich zwar nicht gemeldet, aber... naja. So, ich hoffe, man hat es da jetzt gerade nicht knuspern gehört. Ich habe mir hier jetzt mal eine kleine Schale Kekse neben hingestellt, weil ich heute noch keine Zeit hatte, wirklich was zu essen. Deswegen muss ich mich jetzt mit Snacks während der Aufnahme dabei halten. So, und jetzt wollte ich mal versuchen, möglichst nah an der Station rauszukommen. Einfach mal gucken, um zu schauen, wie nah wir es schaffen. Was? Wieso kein Ziel ausgewählt? Natürlich hatten wir ein Ziel ausgewählt. Oh, das ist doch ziemlich nah. Direkt in die waffenfreie Zone reinzuspringen, das hatte ich auch noch nie. Wow, 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 wow. Nein! Uff. Himmel, was war das denn? Also was in der Aufnahme, das ist ja peinlich. Ich wollte nur schnell Undock-Erlaubnis erbitten. Ja, gut, dass uns das nicht gekillt hat. Das ist mir jetzt wirklich peinlich, also... Verzeihung. Naja, zweiter Versuch. Aber ich glaube, wir lassen erstmal die Anaconda rein. Wo ist sie hin? Fliegt wieder weg. Dann nicht. Dann gehen wir natürlich jetzt rein. Es laggt ein bisschen, das ist beim Reinfliegen irgendwie blöd. So, mit der doppelten Schleife. Irgendwie fliegt sich das heute komisch. Und die Lags machen es wirklich nicht besser. Ich hatte in der Offscreen-Session so einen schönen Landeanflug, der war wirklich wie aus dem Lehrbuch. Ich bin reingeflogen und habe perfekt gebremst, sodass ich genau über dem Landepad stehen blieb und punktgenau den
die Landefläche getroffen habe. Das kann ich jetzt natürlich schön erzählen und ihr könnt das nicht nachprüfen, aber nein, es war wirklich so. So, Raffinerie, dann werden wir unseren Kram hier los, wahrscheinlich. Da. Ja, das ist sogar dafür, dass wir praktisch nur ganz wenig Kapital hatten, doch eine ganz gute Gewinnspanne. Wir hatten sonst nichts dabei. Was nehmen wir denn hier denn jetzt mal mit? Ich fürchte, wir werden uns mit ganz kleinen Brötchen wieder hocharbeiten müssen, weil jetzt so viel für die Upgrades raufgegangen ist. Und ich werde in den kommenden Aufnahmen bis zur Standard-Beta, die ist ja jetzt nur noch weniger als 2 Wochen weg, das Aulin-System meiden, denn es ist scheinbar Habitus in diesem Spiel, dass wenn ein Safe Game Wipe bevorsteht, Safe Game Wipe bevorsteht, dass dann die Spieler sich alle gegenseitig kaputt schießen, die auf PvP und Griefing Bock haben. Da, ja, der Pilot, ich hoffe, das war ein Lag. Irgendwie ist er nämlich, glaube ich, doch rausgekommen. Ja, die Foren bezeichnen das als Grief Fest, wo sich einfach Spieler gegenseitig abschießen und das soll wohl in Aulin stattfinden. Da habe ich nicht wirklich Lust drauf, deswegen, ja, meiden wir das halt einfach für die kommenden Aufnahmen bis zur Standard-Beta, um entspannt weiterspielen zu können. Denn das wäre sehr ärgerlich, wenn es dann nämlich doch weniger als, also wenn dann doch mehr übrig bleibt, als dass der Spielstand komplett zurückgesetzt wird. Das wäre wirklich, wirklich ätzend.